lassen, auf alles sich zu freuen und freudig sich selbst immer wieder zu korrigieren und dennoch zu wissen, wer man ist und wo man herkommt. Und wenn man das lebt, wenn das vorgelebt wird, ich denke, das kann nur der Weg sein. Das ist eben etwas Altes, nichts Neues. Es geht, wir haben es gehört, um Diversity. Besser zu sein als andere, also einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Und insofern vielleicht nochmal der Blick vielleicht auf den Aspekt, gibt es Qualitätsunterschiede in der Führung zwischen Männern und Frauen und wie kann man das sozusagen vielleicht etwas greifen? Wo sind diese Wettbewerbsvorteile, die man in der Führung von solchen Unternehmen erreichen kann? Anerkennung von Andersartigkeit muss sich zu einer Grundhaltung. Thank you.